yo. Briefträger Styles, damit jeder weiß, geh du Briefträger Styles. Tag für Tag, derselbe Scheiß, Leute, mir reicht. Tag für Tag, will ich weg und geben Preis. Ey, yo, yo, Briefträger Styles, damit jeder weiß, geh du Briefträger Styles. Tag für Tag, derselbe Scheiß, Leute, mir reicht. Tag für Tag, will ich weg und geben Preis. Ich repräsentier die Straße in meinem Scheißviertel. Oft die Bullerei dabei und Männer in weißem Kittel. Jeden Tag um 7 noch in der Nacht geschrieben. Hab ich mir gedacht, bleib ich wach oder bis 8 Uhr liegen. Ab und zu hab ich mich bei Beamten krank gemeldet. Daheim gewartet, mich gefragt, wann denn angestellt wird. Ich hatte den falschen Boss bei der Deutschen Post, der mir immer wieder sagte, Junge, du fehlst zu oft. Briefträger war nicht gerade mein Traumberuf. Ich hab Stiefväter, Säufer und alte Frauen besucht. Das ein oder andere Rentnerteam fragte mich aus. Ich dachte, ich muss Geld verdienen, kaum Bargeld im Haus. Homies luden mich ein in ihren Wohnbereich. Wollten noch mal jugendlich sein, das hat mir schon gereicht. Es hieß, fühl dich wie zu Hause. Da ich Trinkgeld brauchte, kamen sie mir gelegen, die Zigaretten, Pinkelpause. Die eine fragte mich, was machst du sonst eigentlich? In der Freizeit schreibe ich, wenn ich Zeit hab, zeig ich mich. Ich wusste, dass sie schwer versteht, trotz Hörgerät. Ich dachte, ich muss gehen, den Bus nehmen, hier noch ihr Paket. Briefe zu verteilen ist ungefähr wie Taxi. Man trifft Menschen, nackte Frau mit 80 Jahren maximal. Doch dazu mehr in der zweiten Strophe. Wenn ich meine Message kick wie ein Postbote. Ey, yo, yo, Briefträger Styles, damit jeder weiß, geht um Briefträger Styles. Tag für Tag, derselbe Scheiß, Leute, mir reicht. Tag für Tag, will ich weg um jeden Preis. Ey, yo, yo, Briefträger Styles, damit jeder weiß, geht um Briefträger Styles. Tag für Tag, derselbe Scheiß, Leute, mir reicht. Tag für Tag, will ich weg um jeden Preis. Wie gesagt, ich hab nie gelacht, egal was geschah. Doch einige Dinge vorm Pastorat waren fast zu hart. Genau vorm Kircheneingang wurde ein Typ verhaftet. Nur weil er nicht wegging und einen fetten Stick gepafft hat. Die Bullen schleppten und steckten ihn weg in den Wagen. Um die Ecke holten Muttis Kiddies aus dem Kindergarten. Ich wieder mittendrin mit meiner gelben Karre. Natürlich ein Stick im Sinn, in der Tasche bestellte Ware. An einigen Häusern ging ich auch oft mal vorbei. Postboten-Style, heute keine Lust, was ist schon dabei? Ich hab ne Menge gesehen und ne Menge erlebt, was geht? Jeden Tag dieselben Gesichter auf meinem Weg. Ne 80-jährige Dame stand vor mir, es ginge fabelhaft. Mir nicht mehr so ganz, denn sie war splitterfasernackt. Flüchtete direkt am besten Richtung Westen. Beim letzten Haus fiel mir auf, ich hatte noch was vergessen. Apropos vergessen, ich muss euch noch was berichten. Es geht weder ums Dichten noch um Lachen, Sachgeschichten. Ich hab ne Leiche gesehen, vor 3 Monaten vor dem Haus, dem Haus grau mit den 2 Wohnwagen. Kurz darauf hab ich den Job an den Nagel gehangen. Ich ging auf Tour, es ging mir gut, auch ohne Bargeld im Arm. Und nach 4 Monaten wusste ich, den Job mach ich nie wieder. MCs komm und gehen, die Briefträger. Ey, yo, yo, Briefträger Styles, damit jeder weiß, geht um Briefträger Styles. Tag für Tag, derselbe Scheiß, Leute, mir reicht. Tag für Tag, will ich weg um jeden Preis. Ey, yo, yo, Briefträger Styles, damit jeder weiß, geht um Briefträger Styles. Tag für Tag, derselbe Scheiß, Leute, mir reicht. Tag für Tag, will ich weg um jeden Preis. Ey, yo, yo, Briefträger Styles. Tag für Tag. Derselbe Scheiß, Briefträger Style.